Herzlich willkommen in diesem Video und zwar zeige ich dir hier, wie du Fleischersatz zubereiten kannst. Und zwar gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man Fleisch sozusagen ersetzen kann durch Produkte, die ähnlich schmecken, vielleicht auch durch Produkte, die besser schmecken. Und hier zeige ich dir und mache ein kleines Tutorial zum Thema Trockensoja. Das gibt es in verschiedenen Darreichungsformen, die will ich dir jetzt mal eben kurz zeigen. Hier siehst du die verschiedenen Produkte und zwar dieses Trockensoja, das ist immer das gleiche, der gleiche Grundstoff, der wird hier nur in andere Formen verarbeitet. Das, was wir ganz oben links sehen, das hier, das ist sogenannte Hackfleischersatz. Das ist quasi solche Krümel, so ein bisschen wie Cornflakes von der Konsistenz. Das ist jetzt im Moment ganz trocken, das müssen wir gleich noch zubereiten. Das zeige ich dir, wie das Ganze geht. Das Ganze gibt es hier dann noch als geschnetzeltes. Das sind dann solche, ist aber im Moment auch alles strohtrocken, steinhart. Dann gibt es noch hier so Gulaschwürfel. Auch alles das gleiche. Das Ganze gibt es dann noch hier als kleine Steaks, so kleine Schnitzel, auch hier steinhart. Und dann gibt es natürlich auch noch hier die Big Steaks. Das sind dann so größere Schnitzel, das erinnert so ein bisschen an ganz dickes Knäckebrot. Und wie du das Ganze zubereitest, das zeige ich dir im Folgenden. Und bevor es mit der Zubereitung losgeht, zeige ich dir nochmal, welche Sachen du brauchst. Du brauchst nämlich noch so einige Gewürze, das ist nicht viel, aber das gehen wir jetzt mal eben durch. Mehr brauchst du gar nicht. Wir haben hier ein neutrales Öl, zum Beispiel Distelöl. Du kannst auch Sonnenblumenöl nehmen, kannst auch Olivenöl nehmen, wenn du den Geschmack magst. Dann haben wir hier Sojasauce. Sojasauce musst du sowieso als Veganer oder auch Vegetarier, brauchst du das Zeug eigentlich immer. Dann haben wir noch hier zwei Kräutermischungen, da ist eigentlich egal, welche du nimmst. Dann haben wir noch hier Vanillinzucker, ein Schnapsglas zum Abmessen und einen Kaffeelöffel zum Abmessen. Und dann geht es jetzt auch schon los. So, wir fangen an und bereiten hier mal das Soja-Geschnetzelte zu. Das heißt, in dieser Packung sind 300 Gramm. Davon nehme ich jetzt mal exakt die Hälfte. Das heißt exakt, ich nehme so Pi mal Daumen, trenne das Ganze und gebe davon die Hälfte hier rein. Bei den Sojawürfeln, da sind auch exakt 300 Gramm drin. Das zeige ich dir nicht, weil die Zubereitung ist exakt genauso wie bei dem Geschnetzelten. Das mache ich jetzt mal nicht. Dann haben wir hier noch diese kleinen Sojamedaillons. Da sind jetzt keine 300 Gramm drin, sondern 200 Gramm. Aber das mit der Gewürzmischung ist exakt das gleiche. Das bisschen, ob das nun 200 Gramm sind oder 300 Gramm in der Packung. Du nimmst hiervon auch wieder exakt die Hälfte. Und die Zubereitung ist genau wie hierbei. Bei den Big Steaks und bei dem Hackfleisch Granulat ist das gleich ein bisschen anders, das zeige ich dir gleich. So, und jetzt packst du hier einfach ordentlich Wasser zu und lässt das Ganze eine Stunde lang stehen. So, kommen wir hier zu den Big Steaks und zwar habe ich jetzt hier vier von den Big Steaks genommen, die wiegen 150 Gramm. Das, wenn man die von Vegan Wonderland bestellt, wie ich das gemacht habe, dann muss man die nicht abwiegen, weil dann wiegen diese 450 Gramm. Das ist quasi genauso viel wie die Hälfte aus dieser Packung der Sojawürfel oder von dem Geschnetzelten. Und auch die packen wir hier rein und weichen das Ganze eine Stunde, vielleicht auch anderthalb bis zwei Stunden. Es macht auch nichts, wenn du das Ganze drei Stunden oder vier Stunden da drin stehen lässt, aber eine Stunde solltest du es mindestens einweichen lassen. Diese Big Steaks, die brauchen ein bisschen länger zum Einweichen, weil die natürlich, das ist ein grober, massiver Klumpen. Das dauert natürlich ein bisschen länger als zum Beispiel auch das Hackfleischgranulat. Das geht dann relativ schnell. Kommen wir jetzt zum Hackfleischgranulat. Ich habe hier von 150 Gramm auch abgewogen. Das kann man vielleicht auch sich mit dem Messbecher einmal mal merken. Ich nehme jetzt mal hier so ein normales 250 Milliliter Trinkglas. Das ist ein Glas. Zwei Gläser, genau, das passt genau. Das sind quasi zwei solche Gläser hier, solche normalen 250 Milliliter Trinkgläser. Dann muss man das nicht so aufwendig abwiegen. Und auch hier wieder ordentlich Wasser rein und stehen lassen. Das Hackfleischgranulat ist ungefähr schon nach einer halben Stunde ist das schon aufgeweicht. Wie viel Wasser du da reinpackst, ist im Moment nochmal egal. Hauptsache, dass es mehr als genug, damit das Ganze so ordentlich aufquellen kann. Das wird übrigens relativ viel,
Fleischersatzprodukt, weil natürlich diese Trockenmasse sich natürlich mit Wasser vollsaugt und dann natürlich ordentlich aufquillt. Also wenn man jetzt 150 Gramm von diesem Trockenzeugs hat, dann sind das 300 bis 400 Gramm, entspricht also 300 bis 400 Gramm Fleisch. Das Schöne an diesem Trockensoja, so eine Packung hier, kostet ungefähr 1,60 Euro. Da sind 300 Gramm, da kann ich also 700 Gramm Fleisch mitmachen. 700 Gramm Fleisch kriege ich nicht für sagenhafte 1,60 Euro. Deswegen auch eine sehr günstige Alternative. Es wird ja immer gesagt, ja, dieser ganze vegetarische Kram ist so billig, so teuer. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht so. Es gibt natürlich viele Fertigprodukte, die sehr, sehr teuer sind. Die kaufe ich selber aber nicht. Also man kann, wie gesagt, mit diesem Granulat-Zeugs kann man sehr, sehr schön sich da das Fleisch ersetzen. Und das ist auch noch sehr günstig. Noch ein Tipp am Rande, während wir das Ganze quellen lassen und aufquellen lassen, das dauert jetzt eine ganze Weile, das ist natürlich nichts für den Fall, ich komme mittags nach Hause, will eben schnell was kochen, das dauert jetzt natürlich, das muss ich eine Stunde stehen lassen. Ich kann das zum Beispiel am Abend vorher schon mal in Wasser einfach reinpacken, auch wenn das eine Nacht da drin bleibt, das macht auch gar nichts. So, dann ist es auch so, dass ich selber, wenn ich dieses Fleisch fertig zubereitet habe, mit Gewürzmischung, allem drum und dran, packe ich mir das Ganze ab in so Plastiktüten, friere das Ganze in Portionen ein und kann das dann jederzeit auftauen. Das heißt, das hält sich im Kühlschrank so gut wie ewig. Das wird nicht schlecht, das schmeckt genauso noch. Das heißt, da kann das dann direkt mittags aus der Tiefkühltruhe rausziehen, direkt anbraten oder ich lasse es morgens dann, hole ich es raus und lasse es schon mal langsam auftauen, kann das mittags direkt braten. Eine schnelle Beilage, so habe ich innerhalb von 10, 15 Minuten ein Mittagessen gekocht. So, dann nochmal, lohnt sich das natürlich bei Vegan Wonderland das Ganze zu bestellen. Ich bestelle mir da mal größere Mengen von. Ich habe jetzt hier so einen ganzen Eimer von diesem Hackfleisch-Granulat-Zeugs. Dann kriege ich das ungefähr für so eine Packung, wie ich eben gezeigt habe, nicht 1,50 Euro bezahlen, dann liege ich ungefähr nur beim Euro oder beim Euro 20. Also auch eine relativ günstige Sache. Das Zeug, das hält sich ewig, da steht zwar irgendwie drauf 2 oder 3 Jahre, aber das kann man auch mal 5 Jahre stehen lassen. Das ist einfach getrocknet, da passiert nichts mit. Man darf es natürlich da nicht feucht lagern. Ich habe das deswegen auch in so einem Eimer drin, der wirklich luftdicht abschließt. Und dann kann man sich da auch was auf Vorrat zulegen, da hat man das Zeug immer da und ist da auch relativ flexibel mit. Nach etwa einer Stunde sieht das Ganze dann das Hackfleischgranulat so aus. Hier haben wir das Geschnetzelte oder auch diese Gulaschwürfel und hier haben wir diese Big Steaks. Diese kleineren Schnitzel habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist im Grunde genommen eigentlich das gleiche wie dieses hier. Das sind auch so Schnitzel oder auch von einer Gewürzmischung kann man das genauso behandeln wie dieses hier. Das ist eigentlich alles relativ egal, relativ simpel. So, hier fehlt jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Behandlung und zwar ist das jetzt zwar aufgequollen, aber dieses Sojazeugs hat einen relativ deutlichen Eigengeschmack. Einige merken das gar nicht, aber um das jetzt richtig so zu machen, dass es wirklich nach Fleisch schmeckt, müssen wir das quasi jetzt noch mal ein bisschen auswaschen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Ich fange hier mit den Steaks an und zwar gieße ich jetzt oder ich nehme die Steaks jetzt und drücke die. Die sind von der Konsistenz wie ein Schwamm. Und drückt die hier drin noch ein paar Mal aus. So, und jetzt sieht man an dieser gelblichen Brühe, da sind diese Stoffe, die so stark nach Soja schmecken, drin. Jetzt packe ich hier nochmal frisches Wasser rein und drücke hier nochmal so ein bisschen drauf rum. So, bis das auch wieder so leicht gelblich wird. Das dauert eine kleine Weile. So, gießt das Wasser auch wieder weg. Das kannst du ein bisschen intensiver und länger machen. Ich mache das hier im Schnellverfahren. Und das machst du dann so 3-mal, vielleicht auch 4-mal. Die meisten merken diesen Sojageschmack aber gar nicht. Aber ich will es ja nun auch wirklich perfekt machen. So, auch hier wieder ein bisschen drücken. So, und jetzt ist es ganz wichtig, dass hier, wenn das jetzt komplett fertig ist, diese Steaks hier ordentlich auszubringen und ruhig ordentlich drücken hier, weil wenn da zu viel Wasser drin bleibt, dann ist das Fleisch quasi, in Anführungszeichen Fleisch, dann ist das nachher so ein bisschen zu wabbelig. Deswegen hier wirklich ordentlich ausdrücken das Ganze.
So. Und dann kommt schon das nächste. Hier haben wir das Geschnetzelte. Und das zeige ich jetzt nicht mehr, wie das geht hier. Ne, das gleiche wieder hier. Ein paar Mal drücken, dass das hier ordentlich. Ne, dann einmal hier abgießen das Wasser. Neues Wasser rein. 3-4 Mal wiederholen. Und dann am Ende vernünftig ausdrücken. Bei dem Hackfleisch ist das ein bisschen komplizierter, weil das so feines Zeug ist. Das würde ich vielleicht gar nicht so oft auswaschen. Kann man machen, muss man nicht, wenn man jetzt. Also dann würde ich es jetzt hier wirklich so ordentlich ausdrücken. Ne? Und dann legt man sich das in zweites Gefäß hier rein, macht das dann hier mit dem Gesamten, kann es dann nochmal einweichen, aber das könnte man eigentlich jetzt so direkt gleich verwenden. Und wie wir das gleich weiterverarbeiten, das zeige ich dir jetzt eben. Hier haben wir jetzt das fertig ausgedrückte Trockenfleisch, was jetzt ja kein Trockenfleisch mehr ist. Und wir behandeln jetzt alle drei Formen dieses Granulates oder der Schnitzel, behandeln wir gleich. Und können wir uns jetzt entscheiden, wonach soll jetzt was schmecken. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Hackfleisch-Gewürzmischung und die packe ich dann in dieses, was dann nach Hackfleisch später schmecken soll. Und zwar nehme ich immer die gleiche Menge hier. 1-2 Kaffeelöffel von der Gewürzmischung. Wenn das eine Gewürzmischung ist, die sehr, sehr wenig intensiv schmeckt, kann man natürlich auch noch 3 nehmen. So, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel das Geschnetzelte. Da nehme ich jetzt Provençal oder auch Kräuter der Provence. Da nehme ich jetzt 1 Löffel von. Und ich nehme jetzt noch einen anderen. Und zwar dann nehme ich nochmal Napoli-Gewürzmischung. Das ist eigentlich für Pasta, aber das passt ja auch hundertprozentig. Das habe ich nämlich schon mal ausprobiert. So, da muss man ein bisschen experimentierfreudig sein. Und jetzt haben wir nochmal Bolognese oder Pizza. Das können wir jetzt nochmal auf die Big Steaks draufpacken hier. So. Und als nächstes behandeln wir jetzt auch alle drei Zubereitungen gleich. Und zwar packe ich jetzt in alle drei Zubereitungen 1,5 Schnapsgläser Sojasauce rein. Ich muss hier auch kein Salz mehr dazu packen, weil die Sojasauce salzig genug ist. So, 1,5. Und was auch in jedes reinkommt, ein Schnapsglas mit Öl. Kann man auch Olivenöl nehmen. Ich habe jetzt hier wieder Distelöl genommen. Aber das liegt auch an deinem Geschmack. Und was man jetzt macht, man vermischt das Ganze ordentlich hier. So. Und drückt dann auch noch mal ein bisschen, dass sich das auch ins Innere so ein bisschen reinsaugt. Das quillt hier so ein bisschen raus. Das macht aber gar nichts. So, man kann das jetzt noch eine Stunde ziehen lassen oder wenn man es zum Beispiel zum Grillen verwenden möchte. Die Big Steaks da zum Beispiel lassen sich super auch grillen. Dann lässt man das Ganze so ein bisschen noch ziehen, auch hier beim Hackfleisch eben einmal vernünftig hier durchkneten, dass sich das gleichmäßig vermischt. Die Big Steaks da, die das natürlich nicht so gut aufsaugen, hier wie diese feineren Zubereitungsformen, die würde ich tatsächlich eine Stunde ziehen lassen, bevor ich die dann verwende. Auch hier, wenn man sieht, die nehmen das Ganze natürlich jetzt nicht so gut auf. Da muss ich ein bisschen länger kneten und drücken, dass das dann auch hier sich gleichmäßig ins Innere verteilt. Ne, auch immer wieder ausdrücken, wieder neu aufsaugen lassen, hier immer ein bisschen wenden, dass es an alle Seiten drankommt. Und die würde ich dann aber unbedingt durchziehen lassen. Was man noch machen kann bei allen drei Zubereitungen, man kann auch noch fein geschnitzelte Zwiebeln dazu packen. Das gibt dann noch zusätzliches Aroma oder auch ein bisschen Knoblauch,
je nach Geschmack. Man kann jetzt auch noch ein bisschen Paprikapulver dazu nehmen. Ist auch nie verkehrt. Wichtig ist, man sollte jetzt kein Salz mehr dran packen, weil es sonst schnell zu salzig wird. Und als nächstes zeige ich dir noch, was man beachten muss, wenn man das Ganze dann brät. Das ist nicht, verhält sich nicht ganz so wie Fleisch, aber ähnlich. So, jetzt sage ich dir noch mal, was du hieraus machen kannst. Diese könntest du zum Beispiel auch, die kannst du grillen, die kannst du zu allen möglichen Gerichten verwenden. Dieses hier, wenn du das zum Beispiel in einer Käsesoße verwendest, Käsesuppe oder in einem Chili con Carne, ist es wichtig, das nicht da so reinzupacken, sondern das vorher anzubraten in einer Bratpfanne, damit sich hier die Röstaromen entfalten und das erst dann im angebratenen Zustand da reinzupacken. Ansonsten kannst du das Ganze hier auch zusammen mit Reis in der Pfanne oder für Pfannengerichte verwenden. Das kannst du eigentlich genauso wie Hackfleisch verwenden. Da kannst du auch Frikadellen draus machen, das zeige ich dir aber im anderen Video. Und dieses hier, das kannst du wie Gyros verwenden. Das kannst du auch schön mit Zwiebeln und mit Pilzen zum Beispiel zusammen anbraten. Da kannst du dann ganz normale Gerichte mitmachen, wie man das mit Fleisch auch kann. Nur, dass man dann die Fleischindustrie nicht unterstützt und ein bisschen was für die Umwelt und auch für die eigene Gesundheit tut. Kleiner Nachtrag, hier habe ich jetzt mal eben gezeigt, hier habe ich das jetzt abgefüllt in solche wiederverschließbaren Plastiktüten. Das friere ich mir jetzt ein, das friere ich mir auch ein und das auch. Da habe ich mir 3 Steaks abgepackt. Und eben bei der Gewürzmischung habe ich eine Kleinigkeit vergessen, und zwar in jedes dieser Zubereitungen kommt noch ein Päckchen Vanillinzucker zu oder auch Vanillezucker. Das bewirkt, dass das natürlich einmal schöner aussieht, weil durch den Zucker, der da drin ist, der karamellisiert beim Braten, und Vanillin schmeckt man nicht raus, also das Fleisch schmeckt dann nicht nach Vanille, aber es macht einfach eine Note, die das nochmal deutlich besser schmecken lässt. Zum Braten geben wir ein bisschen neutrales Öl in die Pfanne, so ungefähr 2 Esslöffel, und ich fange dann mal an mit dem Big Steak. Zwar wichtig ist, das hier in die Pfanne reinzupacken und gleich am Anfang einmal zu wenden, weil das Öl saugt sich hier relativ schnell rein. Und auch hier beim Geschnetzelten, das packe ich jetzt einfach mal dazu, das wälze ich hier einmal nochmal im Öl, dass sich das gleichmäßig darin verteilt. Ich habe die Pfanne jetzt auf volle Kanne gedreht, und sobald das Ganze hier drin ist und am Brutzeln ist, drehe ich die Pfanne ein bisschen runter, weil ich bei diesem Produkt nämlich ganz, ganz doll aufpassen muss, dass mir das Ganze nicht anbrennt. Ähnlich wie wenn man etwas paniert. Dann ist es ja auch so, dass die Panade, die wird erst braun, 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 und ganz plötzlich ist es dann pechschwarz. Und genauso verhält sich das hier auch. Also das ist nicht ganz so einfach zu braten wie Fleisch. Hier muss man ein bisschen aufpassen und das hier permanent wenden. Was man jetzt noch machen kann, man kann auch hier jetzt eine Zwiebel mit reinschneiden, noch hier in das Geschnetzelte, das ist auch gar kein Problem. Oder das eben, wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, zusammen mit Pilzen oder anderen Sachen anbraten. Kann ich ein Nasi Goreng sogar draus machen oder andere Pfannengerichte mit Gemüse das zusammenbraten. Da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Das drehe ich jetzt zum ersten Mal schon mal um. Man sieht, das ist hier schon leicht braun geworden. Und ich habe den Herd jetzt ja ein bisschen runtergestellt, dass das nicht ganz so heiß ist. Also das brät man dann so in ungefähr 5 Minuten fertig. Wichtig ist, dass man es möglichst braun macht, weil es dann am besten schmeckt. Aber eben dann ganz doll aufpasst gegen Ende, dass das nicht ganz plötzlich ganz schwarz wird. Da muss man hier mal auch aufpassen, wenn man es, insbesondere auf dem Grill ist es immer so, wenn man es dann anderen Leuten in die Hände gibt, die verbrennen das dann eigentlich grundsätzlich. Da muss man dann immer selber beim Grill daneben stehen, weil die meisten dann denken, das ist ja Fleisch, und das entsprechend behandeln und nicht verstehen, dass es dann ganz plötzlich ganz schwarz wird. Hier dann nochmal alle Komponenten fertig und einzeln hier präsentiert. Hier nochmal das halbe Steak haben wir hier. Dann haben wir hier das Hackfleisch, dann haben wir hier das Geschnetzelte. Hier habe ich einfach ein bisschen Rotkohl dazu gemacht, ob du da nun Reis nimmst oder eine andere Beilage oder irgendwas. Wenn du aber ganz schnell, und zwar den Anspruch habe ich ja an alle meine Rezepte,
dass sie auch sehr schnell zu machen sind. Du hast gesehen, das war jetzt eine lange Prozedur, das so hinzubekommen. Aber ich habe zum Beispiel immer davon, von diesen Steaks, mindestens 2 Kilo in der Tiefkühltruhe. Hiervon habe ich 1-2 Kilo immer abgepackt und hiervon auch. Das heißt, ich muss das nur rausholen, in die Pfanne packen, anbraten. Zum Beispiel diesen Rotkohl, den es gibt, den man in 3 Minuten fertig machen kann. Den kann man dann in der Mikrowelle direkt fertig machen. Dann hat man das ratzeputz, ein richtig leckeres, gesundes Mittagessen.